Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist Frühling, es ist langsam warm und darum sehe ich mich im Bikini. Und bis ihr das Video zu sehen bekommt, wisst ihr auch, dass da etwas drin ist. Und darum müssen wir jetzt nicht mehr länger verstecken. Und ich bin am Sonntag so gerne im Bikini und darum denke ich an mich, komm. Es ist so, wie es ist und darum sehe ich mich jetzt hier auch so. Ich weiß, am Sonntag ist immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich mache nicht unbedingt Meal Prep, aber so ein bisschen Food Prep. Also das heisst, ich tue mega viel Gemüse schneiden. Ich habe jetzt hier schon Ananas, ich habe noch Papaya geschnitten, ich habe Gemüse ganz fein gehäckselt. Zum in Salat tun. Ich habe hier, sieht man jetzt nicht so gut, so ein bisschen Snack-Gemüse. Hier noch mehr. Ich bin Hummus am Auftauen. Wo man das Ganze kann dippen kann. Und ich mache jetzt mein Thai-Curry. Und weil ihr das unbedingt sehen wollt, und ich das Gefühl habe, ich habe langsam herausgefunden, warum das vorher nie fein war, machen wir das jetzt zusammen. Jetzt, ich mache ein bisschen anders wie das letzte Mal. Ich muss sagen, das ist erst das zweite Mal, wo ich es so mache. Ich habe es früher immer anders gemacht. Und ich hoffe jetzt einfach, es kommt gleich gut raus wie das letzte Mal. Und zwar habe ich gedacht, ich mache heute ein Herdöpfel-Curry. Mein Papi hat es früher mega oft gemacht. Ich liebe das. Also ich habe ein ganz grosses Süßherdöpfel und 4 normale Herdöpfel. Aber wir starten jetzt hier, und das ist eben der Clou, mit den Currypasteln. Jetzt, wir haben, oder ich habe, hier, ich habe jetzt ein paar Nenkeri, ich habe aber auch rotes Thai-Curry, grüne Pasteln, gelbe Pasteln, das ist völlig egal. Ich hole meine eigentlich immer aus dem Asia-Shop und die haben ewig, also auch wenn die mal offen ist. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Ich muss das schnell abschneiden. Schaut einfach, dass ihr euch nicht in die Augen langt. Wenn ihr die Currypasten an der Hand habt. So, und jetzt braucht man 50 Gramm. Und das ist eben schon relativ viel, was ich vorher sicher nicht gemacht habe. Gut, das war jetzt zu viel. Das sind 60. So. Gut. Und zu diesen 50 Gramm Currypaste kommen jetzt 2 Esslöffel Kokosöl. Ich habe tatsächlich 2 Kokosöl zuhause. Eins schmeckt nicht nach Kokos und das andere schon. Ich nehme jetzt aber das, was Geschmack hat. Weil im Thai-Curry wollen wir ja ein bisschen den Kokosgeschmack. Und ich nehme jetzt da meine Masslöffel, ich habe den vorher noch zum Backen gebraucht. Und nehme da 2 Esslöffel raus. Und ganz wichtig ist, da kommt nichts sonst dazu an jetzt. Und ich habe früher eben immer zuerst noch Zwiebeln dazu angebraten und das Gemüse und dann vielleicht mal Paste oder vielleicht schon mal zuerst Paste, das habe ich echt gewusst, damit die Flavors, wie sagt man das, die Geschmäcker rauskommen. Aber ein weiterer Fehler, den ich anscheinend gemacht habe, war, dass ich das immer ganz hoch erhitzt habe. Und das macht man nicht, oder das sollte man nicht, so habe ich es jetzt einmal nachgelesen. Und darum, also auch jetzt die beiden Sachen miteinander, etwa auf dem 4, 5, 5,5, so ein bisschen so. Und ich nehme einen Holzlöffel. Habt ihr gewusst, beim Porridge macht es einen riesen Unterschied, ob ihr einen Holzlöffel nehmt oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich weiss nicht warum, aber ich habe das gelernt und darum nehme ich auch beim Porridge viel einen Holzlöffel. So, und jetzt ist natürlich meine Geduld schon wieder relativ klein. Aber wir tun es einfach bei kleiner Hitze warm werden lassen. Nachher haben wir eine Dose
Kokosmilch plus etwa 250 ml Wasser. Ich habe das letzte Mal nicht abgemessen, vielleicht ist es auch weniger, aber ich glaube so Handgelenk mal Pi um das herum, wo dann dazu kommt. So, jetzt haben wir das ein bisschen köcheln lassen und ich tue jetzt schon einen Esslöffel Xylit dazu. Ihr könnt auch ganz normalen Zucker nehmen, irgendetwas zum Süßen. Das spielt keine Rolle, das ist völlig euch überlassen. Und dann müssen wir es nochmal ein bisschen umrühren. Und jetzt kommen die süßen Röpfel wie auch die Röpfel dazu. Ich hoffe, die Pfanne langt. So. Und dann lasse ich das sicher mal für gute 10 Minuten köcheln, dass es richtig alle Aromen aufsaugen kann. Und dann habe ich da, ich würde sagen, etwa 3 Handvoll Gemüse. Ich habe einmal Okra, das sind die da. Die sind so schön. Dann haben wir Rüebli, Frühlingszwiebeln und noch Knoblauch habe ich da drin, ein Zehen. Ihr könnt natürlich auch noch normale Zwiebeln nehmen, das ist völlig euch überlassen. Nehmt das Gemüse, das ihr gerne habt. Aber jetzt zuerst lassen wir die Herdöpfel kochen und dann kommt dann das Gemüse dazu. So, ihr seht, das hat jetzt ganz leicht geköchelt und jetzt kommt noch der Rest dazu. Ich muss sagen, nein, platztechnisch funktioniert das wahrscheinlich nicht, aber ich probiere es gleich. Mit gleich. Ah, oh, ich habe noch Peperoni drin. Genau, das habe ich vergessen zu erwähnen. So. Ich probiere immer ein paar verschiedene Farben reinzubringen, damit wir einen Kontrast haben. Wow. Millimeter Arbeit. So. Und eigentlich ist es das nachher schon. Also ich koche jetzt das natürlich auch noch mal auf mit der ganzen Kokosmilch. Nehmen wir eine grössere Pfanne. Aber mehr braucht es nicht. Also ich sage euch, ich habe das letzte Mal nicht einmal Pfeffer oder Salz hinzugefügt. Es war wirklich so einfach schon mega aromatisch gewesen. Ich habe jetzt hier noch Zitronengras, vielleicht noch so eins dazu, aber es braucht wirklich eigentlich nichts mehr. Und was ihr könnt machen, einfach damit ihr noch eine Proteinquelle habt, ist zum Beispiel ein paar Linsen dazu oder so eine Dose oder eine halbe Dose Kichererbsen. Irgendetwas in diese Richtung und schaut mal, wie gut das aussieht. Ich freue mich so und es schmeckt so fein. Also, tönt es abschmecken, so wie ihr es gerne habt, aber das ist die Grundlage, wenn ihr zu so einem richtig cremigen, feinen Curry kommt. Also, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen etwas beibringen mit diesem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!